was anderes belagern in der Zwischenzeit. Hier sind noch ein paar Baronien, die noch belagert werden können. Ihr müsst nicht alle um meine Armee drumherum stehen. Das ist schon okay, wenn ihr auch was Eigenes macht. Nein, nicht Dörfer und Kirchen, Gemeinden. Da, Burgen belagern. Stuff machen. Da ist wieder was los. Der unbekannte König. Was ist das denn? Ah, das könnt ihr jetzt wieder nicht mitlesen. Tut mir leid, ich lese euch sowieso vor. Oh! Und ihr werdet niemals glauben, was dann als nächstes geschehen ist. Mein Gast, Costantino, hört nicht auf, über sich und all die Dinge zu reden, die ihm so widerfahren sind. Was mir neben dem endlosen Gefasel ebenfalls nicht gefällt, ist, wie dieser Fremde mich so unziemlich anspricht. Ich versuche mich seiner zu entledigen, indem ich ihm sage, ich hätte mich noch um andere Leute und weitere Dinge zu kümmern, doch er unterbricht mich und fragt mich, welche Aufgabe ich denn hier hätte und ob ich nicht nur aus demselben Grund hier wäre wie alle anderen Gäste, um mich einen Tag lang verhöhnen zu lassen wie der König. Was? Verhöhnen zu lassen wie der König. Völlig überrumpelt bringe ich irgendwie eine Antwort zustande. Ich bin der König. Das Blut weicht ihm aus den Wangen und er gerät ins Stottern. Ich bin aufrichtig um Verzeihung, mein Fürst. Ich verspreche, dass ich nicht nur hier bin, um mich an eurem Reichtum zu hängen wie eine Säcke und mich den elegantesten Menschen im ganzen Reich zu umgeben. Ich schwöre es. Es ist nur so, dass man mehr über den Ruf eures Hofes redet, als über eure eigene Erscheinung, mein Fürst. Okay, außer Möglichkeiten. Vielleicht erinnert man sich an mich, wenn ich ein Exempel an euch statuiere. Okay, nein, ist vielleicht ein bisschen krass. Verbreitet die Kunde, dass ich ein entgegenkommender Gastgeber bin. Das gibt Hofpracht. Ich verliere Geld. Ich bekomme massig Anspannung, du. Meine Dynastie bekommt Bekanntheit. Weiß ich nicht. Verlässt nur, ich erhalte Prestige, massig viele Anspannungen. Oder es macht mir tatsächlich nichts aus, dass nicht jeder weiß, wer ich bin. Ich verliere Anspannung. Und ich bekomme einer Freundschaft mit Constantino näher. Und ihr verliert noch mehr Anspannung, weil ich schüchtern bin. Wer bist du? Du bist basically niemand, ein Poet. Okay. Aber 80 Anspannungen kann ich mir nicht leisten, das ist das Problem. Dann, ja gut, ich baue ein bisschen Anspannung ab, ich komme nach Freundschaft mit ihm näher, das kann ja nicht schlecht sein, ne? Ein paar Poetenfreunde. Ich meine, meine Frau ist auch ein Poet. Also. Königin Emilie erhielt die Eigenschaft schwanger. Warte mal, war sie nicht eben schon schwanger? Ich dachte, sie wäre eben schon schwanger gewesen. Na gut, okay. Liebesdinge, dichterische Freiheit. Es gibt niemanden, der es mit dem Liebreiz von Königin Emilia aufnehmen kann. In ihrer Gegenwart fielen mir häufig die Worte, keines meiner Komplimente wird ihr gerecht. Vielleicht könnte ein sorgfältig formuliertes Gedicht ihre Vorzüge ja besser einfangen. Ich schreibe über... Rufen wir ihre Seite wieder auf... Ihr gütiges und mitfühlendes Herz, ihre edle Rechtschaffenheit, ihr flammenden Glauben. Poesie ist nicht meine Stärke. Okay, was ist hier? Treuherzig, gerecht und stur. Edle Rechtschaffenheit, ne? Weil sie ist gerecht und treuherzig. Dann ihre edle Rechtschaffenheit, würde ich sagen. Probieren wir es mal. Emilie reagiert nicht. Oh Gott, einfach voll verkackt. Oh Gott, nein. Oh, göttlich gut. Ah, schön. Sie reagiert einfach nicht. Ah, besser hätte es nicht laufen können. Pfff.
Okay. Ja gut, da oben die ganzen kleineren, da gut, kleinere Armeen sind es auch nicht mehr. Das ist schon ein ganz schöner Batzen an Armee. Die kommen Paris gerade sehr nah. Das gefällt mir nicht. Da müssen wir vielleicht gleich wieder hoch. Also wär jetzt extrem geil, wenn wir schnell mal diesen Krieg mit Aquitanien zu Ende bringen könnten. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange streamen. Aber jetzt sind wir hier. Ich müsste den Krieg hier unten echt zu Ende bringen. Doch, 91%, du. Aber ich muss die da oben schlagen. Sonst wird das böse. Okay, folgendes. Wir belagern jetzt noch diese eine Grafschaft. Dann haben wir wieder eine Verbindung zu unserem Territorium. Und dann können wir ohne Verluste da wieder hochmarschieren. Und vielleicht reicht die eine Grafschaft auch schon, um den Krieg mit Aquitanien zu beenden. Und dann haben wir nur noch diesen einen Krieg hier oben. Diesen einen französischen Bürgerkrieg. Gut, Schottland habe ich schon eh aufgegeben. Da wird wahrscheinlich nichts mehr passieren. Aber Frankreich sollten wir stabilisieren. Liebste Fürstin Emilie, seufze ich, als ich vor ihr knie. Mein einziger Wunsch ist es, euch Ehre und Glückseligkeit zu bringen. Ehre. So sagt mir doch bitte, wie kann ich euch meine Liebe beweisen? Emilie schaut mich lange an. Die Halskette von Fürstin Mathilde ist ein Traum, sagt sie mit einem Kopfnicken in Richtung des Schmuckstücks, das meine Cousine Herzogin Mathilde trägt. Doch an meinem Hals würde sie noch besser aussehen. Alter, was ne Mensch. Die will einfach, dass ich das meiner Cousine klaue und ihr gebe. Ich gebe eine identische Halskette in Auftrag. Das könnte ich machen. 55 Gold haben wir. Ist okay. Ich biete Mathilde ein Geschenk im Tausch gegen die Halskette an. Dann bekommt sie ein schwaches Druckmittel gegen mich. Das will ich nicht. Ich stehle die Halskette. Nee, komm, ich fertige einfach nur Kopie an. Weil ich so ein rich Boy bin. Weiß nicht. Oh, jetzt laggt das gerade ein bisschen. Hallo, bist umgezogen? Sieht schick aus, der Hintergrund. Danke dir. Yay, yeah, ich bin umgezogen. Erster Stream aus der neuen Wohnung. Gutes Licht ist gerade noch ein bisschen dunkel und ein bisschen blau, aber gut, am Anfang des Streams war ich auch ein bisschen überbelichtet, weil die Sonne mir noch straight ins Gesicht geschienen hat. Aber das pendelt sich alles ein, das wird alles wieder. Aber danke, dass du es schick findest. Grüße gehen raus an Vale, weil Vale hat das Regal eingerichtet erstmal. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Oder geht weg, keine Ahnung. Ist noch nicht finales Stadium des Regals, aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel cooler aus als der Hintergrund in der alten Wohnung, finde ich. Gut, in der alten Wohnung hatte ich auch keinen Hintergrund. Das war einfach das Wohnzimmer. Also, ja, ne? Gut. Ich glaube, der Krieg mit Aquitanien, der bringt sich selbst zu Ende, ne? Da müssen wir eigentlich gar nicht mehr diese Belagerung hier führen. Es sei denn, diese Belagerung geht zuerst zu Ende, was sie wahrscheinlich tut. Also, ja, ich belagere noch mal weiter. Belagere noch mal kurz weiter. Und dann, ja, dann müssen wir hier hoch, weil das sind jetzt schon knapp 7000 Truppen. Wir haben jetzt hier 5, 8, na, knapp 10. Ja, es wird trotzdem ein harter Fight, glaube ich. Wir haben, wenn alle Verbündeten mitkommen, haben wir eine zahlenmäßige Überlegenheit. Ist halt nur die Frage, was für Truppengattungen und sowas die Gegner dann anführen gegen uns. Ja, siehst du, gut, dass ich die Belagerung weitergemacht habe da, sonst hätten wir jetzt. Hallo, Barcelona wird belagert. Mein Sohn, noch ein Sohn. Wie nennen wir den denn?
Nach einem Vorfahren. Gut, oh, nee, warte mal. Wir haben ja ein paar Leute im Chat. Das machen wir ganz anders. Und zwar random Zuschauer gerade. Wen haben wir da? Ich mache einen Poll. Warte mal, da kann ich doch hier auf Nightbot kann das doch, oder? Nach aktuellen Twitch-Zuschauern. Wo sind wir denn da? Da. Active User. Accelerain hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt mein Sohn. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Wenn man den Anfangsbuchstaben schreiben, Anfangsbuchstaben schreiben wir trotzdem groß. Accelerain, okay. Danke für deine Teilnahme an diesem Let's Play. okay. Das Spiel ging die ganze Zeit noch weiter. Hoppla. Gut. Dann. Oh nein. Oh fuck. Oh je, es laggt ein bisschen. Ich speichere das gerade mal. Warte mal. Stream. 01. Nicht, dass mir das ganze Ding abschmiert. Wie spricht man Accelerain auf Französisch aus? Accelerain. Okay. Du wirst garantiert gegen Vale rebellieren? Vale, hast du das gehört? War das jetzt eine Ansage oder was? Okay. Wollen wir den Krieg hier unten sein lassen? Glauben wir, dass. Dass es das jetzt wird? Dass es das jetzt sein wird? Oder schlagen wir nochmal eine Schlacht? Um sicher zu gehen, dass wir auch wirklich, wirklich. Da nicht mehr auf die Nase fallen. Das leckt jetzt aber wirklich gerade ein bisschen, ha? Warum? Oha. Ja, jetzt geht's aber los hier. Warum ist das so? Das Spiel ist auf der SSD und alles? Vielleicht muss ich mal irgendwas neu starten, kann sein. Gut, der Stream dauert jetzt auch schon knapp 6 Stunden. Ja, den Krieg haben wir definitiv gewonnen. Okay. So, Forderungen erzwingen. Und jetzt marschieren wir erstmal nach Paris. Da heben wir dann 1200 neue Soldaten aus. Wir können Kriege erklären. Ja, und dann geht's an den letzten bürgerkrieglichen Konflikt. Eine Fraktion, die euch zum Ziel hatte, wurde aufgelöst. Ja, guess what? Mein ganzer Adel ist im Kerker. Wählen nur noch diese drei Fürsten. Herzog Baudouin von Flandern, Herzog Etienne von der Champagne und Prinz Robert der Alte von Frankreich. Das ist mein Onkel? Onkel. Das ist mein Onkel. Der Bastard. Gut, schauen wir mal, ob wir die noch fertig machen.
Kanan, dir auch einen schönen Abend. Was, Schwester wurde gefangen genommen? Ah, das. Okay. So. Solange meine tollen Söhne nicht gefangen genommen werden. Liebesdinge, wenig nette Neuigkeiten. Ich folge der Einladung zu einem Ball in Paris, um ein wenig Zeit mit Königin Emilie zu verbringen. Allein der Gedanke daran, ihre Hand zu halten, lässt mein Herz schneller schlagen. Doch als ich ankomme, sehe ich, wie sich gerade mein Vasall Graf Robert mit ihr unterhält. Robert, was ist da los? Diese widerwärtige Person schwadroniert unbeeindruckt vor sich hin und merkt gar nicht, wie unwohl sich Emilie fühlt. Oha, das Komplott Liebesding erhält Güte. Mein Charme rettet diese Unterhaltung. Okay, ist das so? Ja, ich bekomme bei allem Stress hier. Ich bin eine sehr gestresste Person, merke ich. Ile-de-France wird belagert, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist eine sacre, maléfique, nicht so gute Situation de la guerre. Okay, wir sind schon in der Schlacht, aber vielleicht habe ich ein bisschen, fehlen noch Booty und Nils. Ja, stimmt. schön. Hier, Morton Manor. wunderbar. Eine Cordon Bleu ist das. Oh nein, ich habe einen geistigen Zusammenbruch. Scheiße. In letzter Zeit werde ich immer wieder von lastiven Gedanken und erotischen Fantasien abgelenkt. Bei all den Beschwernissen des täglichen Lebens ist es allzu leicht, sich in Tagträumereien zu verlieren und die Wirklichkeit zu vergessen. Dieses Verlangen stört eindeutig mein Leben, doch was soll ich nur dagegen tun? Ihr haltet die Eigenschaft einsiedlerisch. Was bist du denn? Diplomatie minus 2, Verwaltung plus minus 1, Anspannungsverlust plus 20%, das ist gut. Lied 17 Anspannung. Was? Ihr konvertiert zum Glauben Nestorianismus? Möchte ich eigentlich nicht, du? Ich beiß mir auf die Lippen und konzentriere mich weiter. Nein, das ist für du. Wenn du einen geistigen Zusammenbruch hast, dann ist das das Letzte, was du tun solltest. Dann werde ich ein bisschen einsiedlerisch. Das, ja, okay. Das, okay. Passiert. Bin ich halt ein König, der nicht rausgeht, ja? Mache ich im Moment auch. Bin zwar kein König, aber ich gehe nicht raus. Was, Simon und Etienne, sind die Rocket Beans dein Adel? Ja, mehr oder weniger. Muss mal bei den Rocket Beans Morton Manor gucken. Einfach eingeben auf YouTube Rocket Beans Morton Manor. Eddie macht einen großartigen, die machen alle einen großartigen Job. Mein Liebling ist, ja, Woody halt mit so Gott, wie war sein Charakter nochmal? Wie ist er nochmal? Eddie war Dr. Le Tesserac. Das ist ein großartiger Charakter. Simon war Graf Mon. Ja? Winston. Der eigentlich Wilson heißt, aber. Bester Charakter, das ist mein absoluter Liebling. Und dann natürlich hier Nils mit Lord, wie ist er? Lord Grey? Nee, doch. Weiß gar nicht mehr. Lord Grey? Kann mich jetzt auch irren. Henry war es, genau. Ja, hieß er nicht auch Grey mit Nachname? War da nicht irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr. Okay. Die ganzen Leute müssen wir umbringen. Gut, das sind halt Straight-Belagerungen überall.
Auf jeden Fall eines der grandiosesten Pen and Paper Geschichten im Internet. Ja, ich habe mich bei Mortal Manor auch bei einigen Stellen richtig weggeworfen, du. Hey, Königin Emilie ist schwanger. Wer hätte das gedacht? Sie ist wirklich fruchtbar. Hm? Oha, wo das noch hinführt, du. Also ich habe das Gefühl, ich muss Crusader Kings dreimal neu starten. Soziale Manipulation. Als es das erste Mal passierte, dachte ich mir, komm, ja, okay, das ist wieder Graf Dings, der Aufmerksamkeit möchte. Ja, okay, ich gewinne jetzt überall wieder Anspannung dazu. Das will ich eigentlich nicht. Liebesdinge, die wilde Jagd. Oh, kommen die jetzt auch vor? Es wird, auf einmal wird es ganz kalt, schon alles friert zu und die wilde Jagd kommt. Als Königin Emilia eine Jagd vorschlug, zögerte ich nicht lange und organisierte eine. Ich würde alles tun, natürlich nur nach, kleinen Tofu-Häschen und... ich würde alles tun, nur um mich am Anblick meines Augensterns zu weiden. Ich schleiche durchs Unterholz, mein Page hinter mir und mein Jagdhund knapp vor mir. Scheinbar hat er eine Spur gefunden, doch dann wird meine Konzentration von einem Aufschrei gestört. Ich komme zu euch, mein Liebling. Okay. Vielleicht wäre es weiser, den Pagen zu schicken. Das war nur ein Funk. Ich komme zu euch. Langrell wird belagert, ja, okay. Liebesding, die Milliarde. Bitten einer gefühlten Stunde, die in Wahrheit wohl lediglich eine Minute war, erreichte ich eine Lichtung. Emilie liegt vor mir auf dem Boden, zerzaust und ohne Waffe. Ihr gegenüber steht eine gewaltige Bestie, bereit zum Angriff. Mein Pfeil trifft das Biest und es fällt zu Boden. Einen Augenblick lang kann Emilie nur ungläubig starren, aber dann stolpert sie auf mich zu und wirft sich in meine Arme. Gut, das, ja. Was soll man da machen? Königin Emilie wird eure Seelengefährtin. Ihr habt Königin Emilie beschlafen. Schon wieder. Die ist schon schwanger. Okay. Ja, wir werden Seelengefährten. Ja, ist doch gut. Dann haben wir das komplett, den komplett jetzt auch durch. Wenn Graf Archemont versucht, seine Aufgaben gründlich zu erledigen, schelte ich ihn vor allen. Und wenn er sich beeilt, zeige ich allen, wie schlampig er gearbeitet hat. Oh Gott, nein, ich kann es nicht aufrechthalten. Er versucht nach Kräften, es mir recht zu machen, aber ich würdige seine Mühen einfach nicht. Jetzt bleibt er still und senkt den Blick. Okay. Du solltest eine Dynastie. Du wolltest eine Dynastie, du bekommst eine Dynastie. So. Jetzt würde ich aber gern noch den einen Krieg hier beenden. Ich will das. Ich will den Stream jetzt ungern jetzt hier aufhören lassen. Du möchtest keine weiteren Geschwister, die alle später einzuknassen wird. So lästig. Mein Beileid. Ich fühle mit dir. Achso, war der Dude eigentlich fertig? Nee, noch nicht ganz, okay. Ja, was ist noch die ganze? Er ist noch nicht mal bei der Hälfte. Das ist die Zeit, ich habe Tee und einen Keks. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es tut mir so leid, dass es jetzt so lange gedauert hier. Eigentlich wollte ich ja heute auch nochmal Lost Ark anschmeißen, aber ich glaube, das wird ein bisschen spät jetzt. Okay, die Belagerung ist gewonnen. Kriege ich die Armee da unten abgefangen? Weiß ich gar nicht. Meine Armee ist ziemlich weit entfernt. Ja, wahrscheinlich eher hier. Die will sich wahrscheinlich jetzt hier drüben. Die wollen sich da sammeln. Kriegen wir die abgefangen? Ich meine, es sind nur 800 Leute. Aber
800 Leute weniger sind 800 Leute weniger. Oh, so ein Keks. Ja. So ein Keks. So viele Gefangenen, du. So viele Gefangenen. Bringt es was, wenn wir hier noch... Ja, wir können noch Schlachten schlagen. Solange wir die Armee der Engländer noch bei uns haben, möchte ich eigentlich so viele Schlachten schlagen, wie nur möglich. Sagte Amidas, während die engländischen? Das ist ein Wort. Armeen einfach da stehen bleiben. Englischen, das war das Wort. Keks kommt. Oh, Liebe. Ganz viel Liebe. Ja! Und wir müssen kurz Pause machen, das ist sehr wichtig. Oh, danke. Danke. Keks. I got a SMS! Ich hasse mein Leben! So, wir haben jetzt hier Keks. Einen Keks. Wundervollen einen Keks. Ich muss diesen einen Keks kurz ein bisschen anmüffeln. Es tut mir sehr leid. Ihr werdet Vale sehen. Ah. Und Vale sagt nein. Oha. Seid ihr dumm? Wieso kämpft ihr diesen Kampf? Kämpft. Nein. Oh Gott. Ah, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Was ist, wenn das jetzt schief geht? Oh mein Gott, es sieht so aus, als ob es nicht schief geht. Aber das wäre jetzt ein großer strategischer Fehler gewesen. Ja gut, ich habe den einen Kampf gewonnen, die gewinnen ihren anderen Kampf. Wir haben noch mehr Gefangene genommen. Okay, so. Was ist denn alles belagert und was sollte nicht mehr belagert sein? Ich glaube, wir sollten anfangen, indem wir Dijon belagern, weil das ist der Hauptsitz des Kriegsanführers. Also unser Papst hat gerade die Tempelritter gegründet. Herzlichen Glückwunsch. Wo sind die denn stationiert? Kann ich mir das anzeigen lassen? In Suana. Ah. Okay. Ja, macht es überhaupt Sinn, Tempelritter zu gründen, wenn wir noch nicht mal einen Kreuzzug hatten? Weiß ich nicht, du. Nicht so viel Sinn irgendwie. Noch ein Sohn.